Ich? Oh! Hab irgendein Tamagotchi im Unterarm, sehe ich gerade. Allerdings befinde ich mich auf irgendeiner einsamen Insel. Und damit darf ich euch auch recht herzlich willkommen heißen zu Ark, meine lieben Freunde. Das ist ein Dinosaurier-Spiel und wir haben schon direkt den ersten Dino. Hi! Ich weiß jetzt nicht, ob der freundlich ist. Da kommt direkt der nächste. Das sind Pegoinas. Pegomia. Pegum. Bubble. Hä? Was wollen die denn? Kann ich durch mein Inventar scrollen? Das, oh! Oh mein Gott! Ja gut, wenn ich jemanden sehen würde, der aussieht wie Kim Kardashian in Dinosaurierland, würde ich wahrscheinlich den auch anfauchen. Die verfolgen mich jetzt die ganze Zeit. Was ist, wenn ich schneller laufe? Sind die dann immer noch hinter mir? Die sag mal, was wollen die denn? Ich weiß nicht, was du willst, aber ich kann es dir nicht geben. Ich kann ja nicht mal durch mein Inventar scrollen. Dann ändere ich irgendwie die Sicht oder so. Kann ich mit denen interagieren? Oh! Oh! Oh, wow! Ich lasse den da jetzt einfach mal liegen. Und, was ist das? Ein Manta-Rochen? Oh! Ach, der ist tot! Ich kann den... Ich hasse Fische! Lass ihn los! Oh mein Gott! Alter! Bah! Ich wollte hier ein chilliges Projekt starten, dass wir irgendwo uns hier ein bisschen umgucken können, weil das Spiel so schön aussah bei Steam. Und was ist das? Wieso ist denn da plötzlich so ein World Trade Center? Oh mein Gott! Wer ist er denn? Der läuft wie Mr. Burns! Boah! Ich dachte, das ist ein ganz entspanntes Spiel. Wir starten hier rein, müssen uns wie in Minecraft irgendwie vielleicht ein bisschen Holz holen oder so ein Krams. Aber wir sind direkt in einem Kampf drin. Was will denn Mr. Burns da hinten die ganze Zeit? Läuft er vor mir weg oder läuft er hinter mir her? Geh weg! Alter! Direkt der nächste Kampf! Du kannst nicht mit mir aufnehmen! Ich glaube, er ist schon längst tot. Ist das mein Herz? Ich hab einen Knochenbruch? Ja, Kim K. läuft auch nicht mehr so wie davor. Aber egal. Ich hau mal hier ein bisschen gegen einen Baum gegen. Obwohl, das macht's vielleicht nicht besser mit dem Knochenbruch, ne? Ja, Bruder, es tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen. Ey! Diese... Ich habe mich selbst getötet. Ist ja nicht so, dass da gerade drei kleine Tick, Trick und Track Brüder ankamen und mir das Bein abgerissen haben. Aber gut, Leute, klicken wir mal auf Respawn. Er wacht jetzt wieder einfach random aus dem Nichts auf. Es ist ja... Da ist immer noch dieser scheiß Manta-Rochen. Gott, Freunde, ich will mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen über diesen Ort, wo wir hier sind. Also das hier ist Kim K. im Wasser. Wir haben auf jeden Fall eine fesche Unterhose an von Calvin Klein, müssen uns allerdings erstmal darum kümmern, dass wir uns ein bisschen hier orientieren können. Da vorne, der grüne Strich heißt, glaube ich, dass wir dort vorhin uns selbst getötet haben. Es wäre geil, wenn die das bei Minecraft auch so markieren würden. Ey, der greift mich aber nicht schon wieder an, oder? Doch! Ey, was ist denn deren scheiß Problem, dass sie die ganze Zeit auf mich losgehen? Ich habe vorhin nichts gedrückt. Ich wollte entspannt ein bisschen Dinos angucken und bin hier direkt in der Massenschlägerei. Ich laufe jetzt einfach weg. Ich kann nicht laufen. Es geht nicht. Meine Gesundheit ist bei 4. Bei... Oh! Er ist da. Er ist wieder da. Weg. Weg. Ich will ganz normal ein paar Dinos gucken. Und jetzt werde ich von einem Kompi getötet. Das hört sich an wie ein Snack aus dem Tiefkühlregal. Ich weiß, du bist gerade aufgewacht und hast dein Tamagotchi in der Hand und das ist unser nächster Spawn. Wo wir vorhin... Sag mal, was wollen die immer? Scheißratten, geh weg! Lass mich in Ruhe, ich will einfach nur Dinos gucken! Ich sag's euch, ich schwimm da jetzt rüber. Da warten direkt wieder diese Kompi-Kompanen oder wie die da hießen. Und werden mich wieder angreifen und wieder töten. Ich will einfach nur... Oh mein Gott! Was ist das? Das ist die Mutter! Das ist wahrscheinlich der Bruder von dem Manta-Rochen, den ich getötet hab! Du bist verletzt. Ich weiß, ich merk's. Ich wurde schon... Ja,
Jetzt ist Krieg! Jetzt ist Krieg! Ja, du hast einen Tamagotchi in der Hand, wir haben es begriffen. Wow! Scheiß Mantarochen da vorne. Vielleicht ist aber irgendwie so ein Spiel hier erstmal ein bisschen Aggressionen abbauen gegen den Baum. Vielleicht müssen wir einfach eine andere Richtung einschlagen. Also hier vorne hat es ja offensichtlich nicht geklappt. Da wurden wir von einem Manta getötet. Wir wurden von einem Kompi getötet. Wir wurden von uns selbst getötet. Vielleicht sollten wir einfach hier vorne irgendwie langlaufen. Guck mal, hier vorne haben wir einen Flamingo stehen. Endlich mal ein Tier, was ich auch kenne. Oh mein Gott, da ist noch ein... Den habe ich gar nicht gesehen. Das ist ein weiblicher Moschops. Halt mal lieber mal ein bisschen Abstand. Ja, ich wollte mir den Flamingo hier vorne angucken. Guck mal, sogar zwei. Nee, sind gar keine Flamingos. Das sind Dodos. Hi. Wie geht's dir? Au! Oh, guck mal, beide sind sauer. Ich bin jetzt mal von der Insel hier wieder rüber geschwommen zur anderen Seite. Wir haben hier auch Dodos. Ich hoffe nur, dass diese blöden, kleinen... Renndinger nicht wieder zurückkommen. Wer ist er denn? Der sieht nicht so ganz freundlich aus, aber er fliegt weg. Guck mal, da hinten ist auch so ein Hochhaus. Genauso wie das. Aber gut. Wir haben hier irgendwie einen kleinen Weg. Ich weiß nicht, von wem der gemacht wurde. Wahrscheinlich von irgendwelchen Dinos, die hierher getrampelt sind. Mein Ziel ist es, erstmal nach da oben zu laufen, um uns einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ich bin ganz ehrlich, der Start war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Wir sind dreimal gestorben, haben ein Dodo aus Versehen angegriffen und generell eigentlich noch nicht so wirklich erreicht, aber trotzdem Level 3 Upgrade hinbekommen. Das ist ein Triceratops, glaube ich. Ich glaube, die mögen Menschen nicht so gern. Von daher besser mal Abstand halten. Oh, guck mal, da hinten. Die kämpfen. Oder die paaren sich. Ich weiß nicht, das sieht bei Tieren beides gleich aus. Allerdings lassen wir die da hinten mal in Ruhe ihr komisches Ding machen. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir können hier vorne vielleicht sogar auf den Stein draufklettern, um uns mal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Ach, hallo. Da ist er ja wieder. Da vorne haben wir noch so ein Schildkröten-Ding. Da ganz hinter läuft auch noch irgendwie was. Hier links läuft was. Die da hinten, sag mal, die sind echt am Arsch, ne? Das ist ja wie eine Raupe auf einer Kirmes. Ey, das ist ja kein Dreh. Warte mal, das gucken wir uns mal das nächste näher an. Ein paar Sekunden später. Der ihn gerade getötet. Und... Macht jetzt auf! Hör mal! Ich hasse dieses Spiel.